USA aus, wir kommen raus. Kommt doch mal das Springerhaus. USA aus, wir kommen raus. Rudolf Dutschke in seiner berühmten Rolle als Rudi der Bürgerschreck. Hinsetzen! Hinsetzen! Sie beschäftigen sich damit, fortgesetzt zu provozieren. Wären Sie einverstanden, wenn man Sie einen Berufsrevolutionär nennen würde? Wir sind viele im SDS, die meinen, dass es notwendig ist, um Mensch zu bleiben, sich politisch zu betätigen und die ganze Kraft dafür einzusetzen. Wenn Sie das Berufsrevolutionär nennen, dann sind wir das. Ich lebe mit Gretchen Klotz, einer Amerikanerin, zusammen. Verheiratet sind wir auch. Sie studiert Theologie und schreibt eine Magisterarbeit über revolutionäre Tendenzen im Urchristentum. Meine Abschlussarbeit schreibe ich über die Anfangsphase der Kommunistischen Internationale 1920 bis 1923. Sechsmal in der Woche versammeln sich beim SDS Schüler, Arbeiter und Studenten. Dutschke erteilt Lektionen in revolutionärer Theorie. Rosa hat mal gesagt, und nehme ich dabei zurückgreifend auf Marx, es gibt keine Notwendigkeit des Sieges der Revolution in der Geschichte. Das Zentrum der revolutionären Propaganda ist eine kleine Druckerei im Westberliner Arbeiterviertel Kreuzberg. Macht hat ein Springer, Macht hat ein Konzern. In dem Augenblick, wo Arbeiterkontrolle über die Fabriken stattfindet, Selbstverwaltung der Produzenten über ihre Produkte, Kontrolle der Bürokratie durch die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, in dem Augenblick verschwindet das Problem der Macht.